So, jetzt wurde ich zweimal gestört, aber trotzdem hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Shop-Review hier auf meinem Kanal. Und ja, heute mit dem Patch Version 8.2, der um 10 Uhr ja auch released wird, kommt ja die neue Giftfalle und der The Floor's Lava Limited Time Mode. Ich würde sagen, wir switchen euch in den Item-Shop. Dort haben wir jetzt auf der rechten Seite den Lightshow-Charakter. Ist ein cooler Charakter, definitiv für 800 V-Bucks mit dem schönen Leuchten, vor allen Dingen im Dunkeln. Allerdings ist man natürlich auch ein bisschen auffälliger, trotzdem geht das für 800 V-Bucks vollkommen klar. Aber den Jubelstimmung-Emote ist auf jeden Fall schon ein extrem alter Emote und sieht definitiv ganz witzig aus. Deshalb kann man sich den auch gerne kaufen. Haben wir hier bei den blauen Items den Prisma-Gleiter. Ist definitiv auch ein wirklich cooler Gleiter. Hat jemand so ein bisschen etwas vom Galaxy-Skin, weil der ja auch so glitzert und eben halt in diesen pink-lilan Farben. Und mit diesem Farbverlauf sieht das definitiv cool aus, deshalb kann man sich den auch gerne kaufen. Die beschlagene Hacke ist dagegen sehr, sehr schlicht, ist eben halt nur Metall an und hat dann hier dieses eine Lederband mit, das mit Edelstein versehen ist, aber lohnt sich nicht wirklich. Wir haben den Chaos-Charakter, 1200 V-Bucks für den gehen klar, allerdings ist das eben halt Geschmackssache, ob man den sich jetzt kaufen will. Wenn man eben mal diese braun-orange Farben mag, kann man sich den gerne kaufen. Aber mein Fall wäre das jetzt nicht ganz so. Haben wir den Lama-Kadabra-Emote. Ist auf jeden Fall der Lama-Glocken-Emote eben halt ein bisschen abgewandelt. Und sieht auch ganz cool aus. Deshalb kann man sich den definitiv kaufen und lohnt sich auch. Wir haben hier den Tomatenkopf-Charakter. Eben halt einmal in der normalen Variante und dann in der geupgradeten Variante. Oder so, genau, einmal in der Variante und dann eben halt die, wenn man die geupgradete Variante haben will, dann muss man hier so, glaube ich, 3 Challenges abschließen. Und dazu gibt es noch ein Backpack. Der Skin lohnt sich auf jeden Fall. Hier der Gleiter dagegen, finde ich, sieht ein bisschen ekelhaft aus mit den Pizzen, die da, wo der Käse raushängt, lohnt sich deshalb irgendwie ja nicht. Und 1200 V-Bucks sind dafür auch ganz schön teuer. Axteroni, genau das gleiche eigentlich, eine coole Spitzhacke, aber eben halt mit dem Käse sieht das eher ekelhaft aus. Habe ich der dunkle Vorhut, ist ein wirklich cooler Skin hier auch mit dem lilanen, diesem Plasma-ähnlichen und den ganzen Leuchtstreifen. Sieht das definitiv cool aus, allerdings kostet der natürlich auch 2000 V-Bucks, was dann so ein bisschen eigentlich schade dafür ist. Hier haben wir das Weltraumlandegerät, ist definitiv ein cooler Gleiter, allerdings auch 1200 V-Bucks, ein bisschen teuer. Hier genau das gleiche. Früher waren Skins eigentlich immer, oder man hat weniger bekommen für das Geld, was man jetzt auch bezahlt. Habe ich jetzt zum Beispiel die Jingo Bang Spitzhacke, ist auf jeden Fall eine coole Spitzhacke, weil sie auch reaktiv ist. Jedes Mal, wenn man draufschlägt, wird die immer ein bisschen ja, geupgradet. Und dann strahlt die auch irgendwann so. Und das sieht eben halt extrem cool wirklich aus. Deshalb finde ich, lohnt sie sich. Außerdem mit dem goldenen und roten sieht das auch einfach ganz cool aus. Habe ich hier Wukong-Charakter. Mit den Flaggen sieht das, die Flaggen sind wirklich ein Highlight des Charakters. Und diese rot-goldenen Farben gefallen mir auch sehr gut. Natürlich 2000 V-Bucks, aber ich finde, die 2000 V-Bucks lohnt sich dafür auf jeden Fall. So, dann gehen wir jetzt einmal rüber in den Rette-die-Welt-Modus. Dort kommt auch mit dem Update ein neuer Beta-Sturm, nämlich Neuversorgung. Füllt eure Materialien im neuesten Beta-Sturm wieder auf. Kann ich mir ganz cool vorstellen, wenn man einfach die Ressourcen wieder auffüllen kann. Ja, 11-mal Upgrade-Lama lohnt sich jetzt nicht so. Klammern kommt viele epische Überlebende. Klammern 2. Aber die bekommen wir eben halt auch ganz schnell aus einem guten Upgrade-Lama. Deshalb lohnt sich das nicht so. Trollschatz-Lama lohnt sich auch nicht, weil ja heute auch die neuen Winter-Lamas, Frühlings-Lamas kommen. Und deshalb hätte ich darauf eher gewartet. Und wenn euch dieses Video wie immer gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.